Herzrasen, schwitzige Hände und ein flaues Gefühl im Magen, was nach den Symptomen einer ernstzunehmenden Krankheit klingt, sind in Wahrheit untrügliche Anzeichen für Verliebtheit. Denn wenn wir uns verlieben, überfluten körpereigene Chemikalien unser Gehirn und lösen eine Vielzahl von körperlichen und emotionalen Reaktionen aus. Weil im Belohnungssektor unseres Gehirns Dopamin aktiviert wird, fühlt sich der Zustand der Verliebtheit an wie ein Rausch. Diese Euphorie ist vergleichbar mit dem Gefühlszustand, der durch den Konsum von Alkohol oder Kokain ausgelöst wird. Einen besonders großen Einfluss auf das Glücksgefühl hat ein Molekül namens Phenylethylamin. Diese chemische Substanz soll sogar der Grund sein, warum wir uns verlieben. Scheinbar hat das körpereigene Hormon Phenylethylamin einen maßgeblichen Einfluss darauf, ob wir uns verlieben. Die Substanz kommt in kleinen Mengen auch in Bittermandelöl und Schokolade vor und ist wohl verantwortlich für die sprichwörtlichen Schmetterlinge im Bauch von frisch Verliebten. Dieser Theorie ging der australische Chemiker Peter Godfrey anhand der Blutwerte von verliebten Probanden nach. Die PEA-Blutwerte waren bei den frisch verliebten studentischen Probanden auffällig erhöht. Doch das für Lust und Glücksempfinden verantwortliche Phenylethylamin findet sich nicht nur in den Körpern verliebter Menschen. Das Grundgerüst des chemischen PEA-Moleküls kommt ebenfalls in halluzinogenen Drogen wie LSD oder Mescalin vor. Ist die Vorstufe der Liebe also nur ein Rauschzustand? Mit der Chemie des Verliebtseins beschäftigt sich auch die bekannte US-Menschenkundlerin Helen Fisher. Um zu verstehen, was sich in den Gehirnen Verliebter abspielt, analysierte ihr Team 2500 MRT-Scans. Ziel der bahnbrechenden Studie war es zu erkennen, welche Hirnareale bei der Liebe involviert sind. Mittels Computertomographie wurden von den seit höchstens 7 Monaten verliebten Studenten Gehirnscans angefertigt. Zuerst betrachteten sie ein Foto des Partners und anschließend das einer unbekannten Person. Besondere Aktivität zeigten dabei 2 Hirnareale. Das Belohnungszentrum Nucleus Caudatus und der für unser Vergnügen zuständige ventrale Tegmentbereich. Beide Regionen des Gehirns produzieren Dopamin, das uns dazu bringt, die Aufmerksamkeit voll und ganz auf das Objekt unserer Begierde zu richten. Und es ist dafür verantwortlich, wenn wir uns ständig danach sehnen, mit dem geliebten Menschen zusammen zu sein. Ähnliche Symptome und vergleichbar hohe Dopaminwerte treten nur bei der Abhängigkeit von Drogen auf. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen.